Hallo liebe Märklin-Freunde, wir begrüßen euch zurück auf unserem Kanal. Wir hoffen, ihr seid alle gesund und munter und das Jahr 2023 hat für euch perfekt begonnen. Ja, eigentlich wollten wir in diesem Video den neuen Märklin SBB Giruno Intercity-Zug vorstellen. Leider ist er immer noch nicht ausgeliefert worden. Ich weiß, es wurde im letzten Video von Märklin Ende des Jahres versprochen, dass er schon auf dem Weg sei. Auf der Messe konnten wir ihn natürlich dann aus der Nähe betrachten und auch einige Aufnahmen machen. Dort wurde uns auch versichert, dass er jetzt zeitnah kommt. Es gab wohl noch ein Problem mit den digital steuerbaren Stromabnehmern. Dieses Problem soll jetzt aus der Welt geschafft sein. Ja, wir hoffen mal, dass wir ihn so jetzt zeitnah dann auch vorstellen können. Und wo wir dann auch schon mal in Nürnberg auf der Messe waren, am Märklin-Stand, haben wir es uns natürlich nicht nehmen lassen und einige Aufnahmen erstellt für euch. Ja, und Ende Januar bei der Neuheitenvorstellung wurde ja dann auch relativ schnell klar, dass ja eines unserer Wunschmodelle tatsächlich jetzt rauskommt. Die Zweikraftlokomotive Baureihe 249, der Dual Vectron in der DB-Version. Die andere Version ist natürlich auch sehr schön, aber gerade hier in Rot, in DB-Rot, wunderbar, erstklassig. Die Freude war riesengroß. Dann bei der Betrachtung der einzelnen Funktionen hat sich das Ganze schon wieder so ein bisschen relativiert, weil unsere persönliche Meinung ist, wenn man schon so eine Lokomotive bringt, die zum einen nur einen Pantographen hat, dann sollte dieser auch definitiv digital angetrieben sein. Und diese Funktion, diese Spezialfunktion der Lokomotive, die die DB dabei bestellt hat, diese Rangierfunktion, die auch im Modell dargestellt ist, mit dieser Spezialkupplung und der Rangierbühne auf beiden Seiten, da hätte ich dann tatsächlich mir auch gewünscht, oder wir hätten uns gewünscht, dann auch eine digitale Kupplung auf beiden Seiten vorzufinden, weil gerade dieses Modell in seiner Art und Weise, ja, es ist prädestiniert dafür. Also das können wir tatsächlich nicht nachvollziehen. Aus Ermangelung an interessanten Neuheiten, die aktuell ausgeliefert werden, also aus unserer persönlichen Sicht, haben wir uns dazu entschieden, auch aufgrund vieler Nachfragen bezüglich des Umbaus, in Anführungszeichen, weil viel umzubauen gibt es dabei ja nicht, die Baureihe 103, das Insider-Modell von 2001, Artikelnummer
39579 hier nochmal näher vorzustellen mit dem schönen Sinus 1 Motor. Und ja, seit Jahr und Tag sind wir dran, dass dieses Modell auch Sound haben soll. Und irgendwann mal ist mir ja die Idee gekommen, dass es doch bei der CS2 und CS3 so schöne Dinge gibt wie ja, die Ansteuerungsmöglichkeit als Traktion. Und da müsste es doch eigentlich funktionieren, wenn ich in die Lokomotive einen Sounddecoder einbaue mit möglichst kleinem Mikro oder Lautsprecher, besser gesagt. Das muss doch irgendwie funktionieren. Ja, und das ist gelungen. Ich habe auch noch schon zwei Lokomotiven dieser Art für Freunde umgerüstet. Und hier nochmal im Detail die Funktion. Als Projekt habe ich dafür gewählt, dass die Projektdatei von der 39150, einer der letzten kurzen 103er aus den letzten Jahren. Den meisten dürfte bekannt sein, wie man das am PC einstellt, wie man die Projektdatei verändern kann und dann auch auf dem Chip drauf spielt. Das zeigen wir jetzt hier nicht. Hier soll einfach mal gezeigt werden, wie der Platz am besten genutzt werden kann, um den MSD mit Kabelbaum, mit bereits vorbereiteten und angelötetem Kabelbaum inklusive des kleinen Lautsprechers in dieser Lokomotive unterzubringen. Hier im Bild wunderbar zu sehen, der Platz zwischen Hauptplatine und Digitalplatine, wo der kabelgebundene MSD3, der bereits mit Schrumpfschlauch gegen Fallströme gesichert ist, reinpasst. Und hier auf der Rückseite zu sehen, der Mini-Lautsprecher, der dem Set beiliegt, der auch wunderbar da reinpasst und ja, das Ganze abrundet. Die verbliebenen Kabel am MS3 werden für spätere Zurüst- oder Nachrüstungen mit Schrumpfschlauch gesichert und dann auch in der Lokomotive verankert. Hier im Video kurzfristig mit Tape gesichert, da wir im Nachgang noch die Lichtfunktion auch noch an den MS3 anschließen werden. Nicht zu erwähnen brauchen wir natürlich, dass noch Strom und Masse angeschlossen werden müssen, damit unser MSD3 auch Strom bekommt. Und dann ist unsere 103 auch schon in der Gegenwart angekommen und verfügt über wunderbare Soundfunktionen. Ein herrlicher Anblick auf der Anlage, besonders wenn man weiß, dass die neue kurze rote 103 erst Ende des Jahres erscheint. Auch das Anfahrverhalten ist eine absolute Augenweide dieses C-Sinus-Motors der ersten Generation. Natürlich kann man den Umbau auch für weitere Lokomotiven mit diesem Motor machen. Lohnt sich auf jeden Fall, da man das ein oder andere Modell auch noch günstig bekommt. Und ja, aus unserer Sicht hat sich das sehr gelohnt. Was gibt es ansonsten Neues bei uns? Ja, wir haben tatsächlich die ersten Wochen des Jahres genutzt und haben mit der Gestaltung der Anlage weitergemacht. Auch hier gerade so Bereiche wie Felsstrukturen und so Dinge. Da haben wir verschiedene Materialien, verschiedene Methoden und Herstellerartikel angewendet und auch natürlich auf die Erfahrung aus den letzten 20 Jahren zurückgegriffen, da wir das, ja, die Technik noch von Bernhard Stein gelernt haben, in der Tat, aus Büchern, nicht aus dem Internet. Und das ist hier mit eingeflossen und wir sind mit dem Ergebnis bisher sehr zufrieden. Auch das Gratinieren ist natürlich dabei gewesen, um die Felsen dementsprechend farblich noch zu gestalten aus den Materialien, die da angewendet worden sind. Und ja, das Ergebnis ist hier in den Bildern zu sehen. Ja, und rein zufällig gestern beim Besuch unseres Werbepartners Modellbahn Center Recklinghausen kamen dort von der Firma Heki 4 Neuheitenmuster reingeschneit, die hier zu sehen sind im Bild. Und natürlich werden wir diese Bäume verschiedenster Art in den nächsten Wochen auf unserer Schauanlage verbauen. Sehr schöne Sets.
Diese werden sich wirklich sehr gut auf der Anlage machen, in Verbindung mit den anderen Baumsets, die wir angeschafft haben. Wir sind gespannt. Und das soll es natürlich auch noch nicht gewesen sein. Als kleine Entschädigung dafür, dass wir im Januar leider kein Video gebracht haben, hier noch eine kurze Vorstellung der brandneu eingetroffenen Rocco 78684 MRCE RT&S Hannu-Lokomotive mit auf zwei Seiten verschiedenen Dekors. Richtig schön, ein richtig tolles Teil. Ja, viel Spaß dabei. Sehr schön. Der MRCE RT&S Vectron von Rocco. Letzte Woche reingeschneit, jetzt hier schon in unserer Vorstellung. Der ein oder andere hat es in den Kommentaren letzterer Videos mal geschrieben, dass es begrüßenswert ist, wenn wir auch mal Modelle anderer Firmen präsentieren. Tatsächlich befindet sich ein Rocco Vectron bereits in unserem Besitz, und zwar der letzte in DB AG Rot. Ein wirklich tolles Modell, was auch oft fährt, oft genutzt wird, auch auf Modellbahn, Stammtischtagen. Wirklich schön anzusehen. Das Einzige, was vielleicht ein Wermutstropfen ist und auch immer wieder kritisiert wird, gerade von den älteren Kollegen im Modellbahn-Stammtisch, ist, dass man die Modelle bei Rocco meistens selber noch zurüsten muss mit den sehr filigranen Teilen. Das ist nicht immer sehr einfach. Deswegen helfen wir da ganz gerne schon mal. Also das ein oder andere Modell habe ich für die Kollegen auch schon mal zugerüstet. Und das macht nicht immer Spaß. Was hier auch wieder auffällt, ist, dass für ein so wirklich erstklassiges Modell eine, ja, unserer Meinung nach eher einfache Verpackung mitgeliefert wird. Und natürlich ganz schlecht, wenn das Modell dann zugerüstet ist, passt es, also in diesem Fall beim Vectron, nicht mehr in seine Verpackung rein oder nur mit dem Umstand, dass die Zugrüstteile dann abbrechen, oder Beschädigungen hinterher vorliegen. Und das ist tatsächlich, das wird dem Modell nicht gerecht. Und da kommt sie auch schon angefahren durch den Tunnel, um uns jetzt in den nächsten Momenten zu zeigen, was sie so drauf hat. Man kann es nie genug sagen, wirklich erstklassige Fahreigenschaften, Langsamfahrt, genial, Sound natürlich unfassbar gut. Schauen wir uns die Maschine jetzt noch ein bisschen genauer und ein bisschen mehr aus der Nähe an. Ein wirklich vorzüglich umgesetzter Dachgarten, vier unterschiedliche Dachstromabnehmer, die fragiler aussehen, als sie eigentlich sind. Also wirklich erstklassig umgesetzt, muss man wirklich so sagen. Schauen wir uns nun genauer die Seiten der Lokomotive an mit dem wirklich vorzüglich umgesetzten Design. Und natürlich zeigen wir jetzt auch noch ein paar schaltbare Funktionen, die dieses erstklassige Modell mitbringt. Insgesamt sind es 28, wobei 6 davon alleine auf das Schalten der Front- und Rücklichter zugeht, denn dieses Modell ist ja international unterwegs. Los geht's wie immer mit F0, dem Spitzenlicht,
und bei Fahrtrichtung natürlich dem Rücklicht und parallel läuft noch die F10, die Führerstandsbeleuchtung. Auf der F1 das Fahrgeräusch im Stand einschalten, ausschalten, während der Fahrt später zu hören. F2, Makrofon hoch. F3, Makrofon tief. F4, Kompressor ein-aus. F5, an- und abkuppeln. F8, Makrofon hoch, kurz. F9, Makrofon tief, kurz. F12, der Schaffnerpfiff. F13, Vorbeifahrt, Zug. F23, Störung. Störung, 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 Störung. F24, Zugbeeinflussung. Zugbeeinflussung, Zwangsbremsung, Störung, Störung, Störung. Dies war eine grobe Auswahl der schaltbaren Funktionen und jetzt im Anschluss natürlich noch ein paar Fahrszenen. Und mit diesen schönen Bildern wollen wir uns für heute bei euch verabschieden. Im nächsten Video dann hoffentlich mit der Präsentation des Märklin Giruno IC-Triebzuges der SBB. Bis dahin viel Freude mit der Modellbahn, macht es gut und bleibt gesund. Tschüss!